Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus Simulator 21 Video. Ist schon wieder ein bisschen länger her, als das kam. Und wir stehen hier gerade an der Bushaltestelle. Ich weiß nicht, was wir zuletzt gemacht hatten. Musste ich einen Auftrag abbrechen? War das das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wo ich das Game gestartet habe und reingegangen bin, wo ich noch nicht aufgenommen hatte, weil ich gerade noch erstmal das Game starten wollte, hat sie gelabert, dass wir irgendeinen Bus von der Stadt bezahlt bekommen haben und haben jetzt wohl einen neuen Bus und den sollen wir jetzt zur Route fahren. Fahre eine beliebige Route, bis du einen Zahltag erreichst. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne nochmal nach oben da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habe. Ich versuche gerade hier am Donnerstagabend noch ein paar Videos aufzunehmen, weil ich am Sonntag in Urlaub fahre. Sonntag, den 23.07. fahren wir nämlich in den Urlaub und dann bin ich bis zum nächsten Sonntag weg. Deshalb, aber ich will euch ein bisschen Content wenigstens geben. Jetzt wahrscheinlich nicht täglich, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Hätte ich früher anfangen müssen. Aber wenigstens ist zwischendurch ein paar Videos. Ich muss jetzt erstmal wieder die Tasten rausfinden, was hier was. Genau. Was hier was war. Wir müssen eine Route fahren bis zum Zahltag. Ja, welche Route nehme ich denn jetzt? Ich bin gerade komplett raus aus dem Game. Hilfe. Ah, hier. Ah, es war nur eingeklappt. Route 3, Route 2, Route 1. Nehmen wir Route 2. Ah, jetzt fahren. Ah, so, warte, wir haben irgendeinen neuen bekommen. Ne, haben wir doch gar nicht. Ich habe doch alle selber bezahlt. Ah, ne, warte, den haben wir zweimal. Haben wir den geschenkt bekommen? Bricht die aktive. Du hast folgende Möglichkeit. Ein Fahrzeug auf einer Seite mitfahren. Trotzdem mit diesem Fahrzeug starten. Bricht die aktive Route. Ja, möchte ich. Ist das der geschenkte Bus? Ich weiß nicht, oder haben wir nochmal denselben Bus geschenkt bekommen? I don't know. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Route wir fahren. Scheiße, nein. Was? Ich weiß die ganzen Tasten nicht mehr, what the fuck? Hey, was macht der? Ich würde gerne die Innenkamera. Oh Leute, ich bin gerade komplett aus dem Game raus. Ich muss mal kurz hier ein bisschen Übersicht bekommen, warte mal. Jetzt habe ich alles wieder. Oh, Hilfe. Mann, ich weiß doch nicht mehr, was hier was alles ist. 3 Wochen später. Ah, jetzt weiß ich was. Oh Mann, ey. Ja, yeah, mein Gott, bin ich aus dem Game raus. Ich bin so aus dem Game raus. Alter, ich habe aber jetzt gerade eine Zeit gebraucht, bis ich da wieder drin bin. Oh, das Lenkrad hängt hier so ein bisschen. Oh, wir müssen hier rein. Das war jetzt eine richtige Fail-Anfang. Jetzt ist natürlich auch noch rot, ist ja klar. Hallo? Hallo? Oh Mann, ey. Ich habe hier so ein kleines Dings drin. Naja, das war jetzt ein sehr Fail-Anfang, muss ich sagen. Sorry dafür. Jetzt ist alles richtig. Warum habe ich jetzt grün? Hey! Ich war auf der richtigen Spur, du Affe! Was soll das denn? Ich bin viel zu spät. Du hast gerade den weißen Scheibenwischerknopf nicht mehr, ne? Ich habe keine Ahnung, wo der Scheibenwischerknopf ist. Gott, ich muss hier links. Okay, ist grün. Alles klar. Come on, come on. Wir sind einiges zu spät. Wir sind eine Minute zu spät. Ah. Sorry, aber ich musste erstmal wieder reinkommen, Alter. Ich muss das wieder öfter spielen. Ansonsten wird das echt ganz nervig. So, damit alle Türen öffnen. Ja. Warte. Normal. Woche 1. Die schwerste dieses Jahr. So, das habe ich. Ja, warte, jetzt komme ich, glaube ich, so langsam wieder drin, rein, Tageskarte, Danke fürs Aufwecken. Hallo. Die Sitze sind einfach zu bequem. Eine Fahrkarte, bitte. Seniorenticket, was, Wochenkarte, eine, ja, 16 Euro ist okay. Nein. Was jetzt? Ach ja, hier. Oh, ist das alles verwirrend hier mit den Knöpfen. Go. Okay, sorry, dass die Folge jetzt hier ein bisschen chaotisch ist. Ich habe halt einfach keine Ahnung mehr gerade. Und wie gesagt, ich muss einige Videos hintereinander aufnehmen, damit ihr wenigstens ein bisschen Content habt. Ah, perfekt, Digga. Scheiß drauf. Wir haben halt, bin auch so dumm, ich habe den ganz langen Bus genommen. Warum habe ich nicht einfach den normalen Chicago, wie heißt er noch, genommen? Wahnsinn, sieh dir das an. Mit jedem Bus auf unserem geil, wir haben es geschafft. Steigen unsere Einnahmen. Ja, so können und wir so noch strafen. Expandieren. Hast du schon mal in Oakwood? Ein großartiger Stadtteil, sehr lebendig, mit aktiven Nachtleben. Nur 45.000. Ich bin sicher, dass die Bewohner von Highlander Park es toll finden, wenn sie den Bus dorthin nehmen können. Trish und ich haben besprochen, als erstes Highlander Park und Oakwood miteinander zu verbinden. Die China-Restaurants sind sehr beliebt.
Die Leute genießen dort in der Pause das leckere Essen und fahren dann zurück zur Arbeit. Da besteht Bedarf für eine gut ausgebaute Route. Konnte ich das nicht irgendwen übernehmen lassen? Ich weiß es nicht. Habe ich eine gültige Fahrkarte? Okay, wait. Besitze einen perfekten, ausgeglichenen Route zwischen den Stadtteilen Oakwood, West Oakwood und Highlander Park. Und dann haben wir noch erhalten Zeittag auf einer Route. Okay. Warte, das heißt, jetzt brauche ich erstmal wieder Oakwood. Wo ist das Kack? Oakwood. Hier. Das ist Oakwood. Das ist Oakwood? Okay. Route erstellen. So, das heißt, warte, besitzt eine perfekte Ausgabe zwischen den Oakwood. Alter, hä? Ich bin gerade leicht verwirrt. Besitze eine perfekte, ausgeglichene Route zwischen den Stadtteilen Oakwood, West Oakwood und Highlander Park. Ach so, jetzt weiß ich. Nachfrage. So, also starten wir da einfach. Dann gehen wir da hin. Danke für die Hilfe, ehrlich. Gehen wir da hin und dann wohin? Jetzt haben wir das, das und das. Fahren dann wieder zurück und laden die da ab. So, und jetzt fahren wir die fünfte Route mit einem der Bussen. Oh mein Gott. So. Achso, der hat noch nicht mal die Türen aufgemacht. Lol. Mit B. Okay, let's go. Das ist der Beginn dieser Route, die wir fahren müssen. Ja, der Wagen ist halt viel besser, weil er ist nicht so riesig. So, jetzt muss er nur noch hier weitergehen und dann ist gut. Oder das umfahre ich hier, Alter. Was soll ich denn hier warten? Leute, was macht ihr denn hier? So, jetzt muss ich nur noch einen Zahltag erhalten. Das könnte natürlich sich als äußerst schwierig hervorheben. Ja, dann müssen wir die Route ja öfters fahren. Oder so. Gucken wir mal. Hä? Was? Keine Ahnung, was das war. Ob wir auf der Gegenfahrbahn zu weit drüben waren. Was? Nein! Oh mein Gott, leckt mich. Alter, was ist jetzt? Ist aber auch der Wurm drin. Leckt mich da am Arsch, Alter. Was soll das denn? Warum bist du denn noch rechts von mir, du Arsch? Alter. Das gibt's doch nicht. Das Game gibt... Nee, das Game regt mich gerade direkt wieder auf. Weil auf einmal die random die Autos wieder da sind. Da war ja doch gerade keiner mehr. Den habe ich ja weggerammt. Der steht dann da erstmal so blöd rum. Was soll das denn? So, rüber. Hallo, lass mich rüber, du Affe. Danke. So, hier muss ich nämlich rüber. So. Geht doch. So. Und dann muss ich hier halten. Das war natürlich sehr dumm. Ne, warte mal, muss ich nicht. Ich muss geradeaus, das ist die letzte. Oh mein Gott. Ich habe zu wenig Ich höre einfach auf zu reden. Ich habe zu wenig Bus-Simulator gespielt, würde ich sagen. Jetzt muss ich aktiver spielen, damit ich das alles wieder drin habe. Scheiße, das ist... Warum kann ich denn jetzt hier nichts klicken, du Affe? Hallo, ich will Rückwärtsgang. Oh mein Gott, woher weiß ich das denn? Das ging doch immer so. Ah, Leute, das macht's aber nicht einfacher. Lenkradstellung, allgemeine Stellung. Habe ich denn was drin? Handbremse, bla. Habe ich auch irgendwo hier, Schalten oder so. Alle Türen öffnen, schließen. Racer macht links. Da muss ich alle mal durchklicken, ja.
Einstellung. Nein, da war ich doch gerade schon. Nee, warte mal. Alter, was habe ich jetzt gesucht? Ah ja. Gänge hochschalten, runterschalten. Hallo. Ach, ich habe Automatik drin. Oh mein Gott. Wie dumm. Weiter, weiter, weiter. Busspur dahin. So, hier muss ich halten. Ah, das ist ja der Knopf. Oh Gott. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, Seniorenticket. Einfache Karte. Nein, dafür habt ihr ein lustiges Video, weil ich einfach komplett verwirrt bin, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie überhaupt alles ging, lol. So. Die Studenten nennen die Unikatze Schrödinger. Digga, Schrödinger, what the f. Ja, noch, auch du noch eine hier. So, wenigstens kein Restgeld. So. Alle Türen zu und weiter geht's. Ja, hab ich doch. Was willst du denn von mir? So. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt. Rechts. Okay, kommt nichts. Lenken. Wir sind nicht so lang. Also ich kann eigentlich fast direkt einlenken. Die kann ich ausmachen. Es regnet nicht. Ist der Zug neu? Ja, ne? Das kommt mir so neu vor. Das macht aber auch eigentlich alles nur Sinn. Es gab Updates und ich habe da nicht so drauf geachtet. So. Oh, ich muss erstmal wieder losfahren. Und dieser Name erinnert mich auch an eine andere Person, aber gut, das sei ihm einfach so dahingestellt, ja? Falls Sean das sieht, der weiß, was ich meine. Huch, ich bin dran vorbeigefahren, glaube ich. Boah, Alter, das Schlagloch hat mich jetzt gerade mega erschreckt. Keine Ahnung, warum dieser Ort so heißt. Ganz weird, Digga, ich weiß auch nicht. So, nein, hier muss ich nicht anhalten. Müssen wir jetzt ein paar Mal fahren. Einfach fahren, da passiert schon nichts. Auch nicht hier halten. Was? Was war das denn jetzt? Ich habe auch nicht kontrolliert, ob jeder eine Fahrkarte hat, fällt mir gerade ein. Das mache ich jetzt mal hier wieder. Denke ich mal wieder dran. Hab ich gerade einen Spiegel? Nee, ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. So, hier müssen eigentlich welche einsteigen. Ja, warte. Denken. Alles auf. So, war das Seniorenticket? Einfache Karte. So, dumm, dumm. Upp. So, dann sind wir hier durch. Gehen wir raus. Gucken wir mal wirklich, ob jeder hier eine Fahrkarte hat. Das sind ja nur zwei Leute, wow. Aha, er nämlich nicht. So, die hat gerade eigentlich eine gekauft. Sind trotzdem mal nachfragen. So, Türen zu. Nicht. So, let's go. Hey! Wir, ne? Danke. Ja, da bin ich drüber. Uah, das war knapp. So, jetzt wenn wir mal an der Bushaltestelle nicht dran vorbeifahren. Naja gut, da bin ich einfach aus Tran dran vorbeigefahren, aus Versehen. So, dann müssen wir jetzt hier links. Bis jetzt alles fein, alles schön. So, wir fahren schön rüber. So, und dann haben wir sogar einen Rollstuhlfahrer. Das kann natürlich witzig werden. Wie ging immer die Rampe? Ich brauche mehrere Fahrkarten. So, normale Fahrkarte, einfache, zwei Stück, ausdrucken. Oh, danke fürs Aufwecken. Die Sitze sind einfach zu bequem. Kein Geld. Eine Fahrkarte, bitte. Ah, den habe ich übersehen. Was willst du?
Seniorenticket, Tageskarte ausdrucken. So. Dann einmal raus, weil jetzt... Nein! 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 Oh, der ist, die ist drin. Aha! Sport ist nichts für mich. Ich bleibe lieber daheim oder fahre. Es redet ja kaum mehr einer, also niemand so... Oh, hier ist eine Katze Mausi. Das ist ja mal was ganz Neues. So, alle Türen zu. Nein, überholst mich nicht, du Arsch. So, dann müssen wir jetzt hier rechts. Du bleibst da bitte stehen. Und wir haben Stau. Geil. Komm schon, Leute. Wir müssen ja heute noch was tun. Wir sind doch noch nicht durch. Geh doch. Ich hab's viel zu weit ausgeholt. Aber egal, es stört ja gerade niemanden so wirklich. Komm, fahrt, Leute. Oh, oh, meine Kamera ist so weit. Wollt ihr jetzt ernsthaft alle über den Zebrastreifen? Oh nein. Oh nee. Wir machen schon mal rechts einen rechten Blinker an. Komm, fahr, mein Junge. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Geräusch? Ohnmächtig, hat sie gesagt. Hat sie nicht gesagt. So. Gut. Parukla da, Parukla hier. Alles tutti futti. So. Hey! Arsch. Hey! Die machen sie aber heute alle Faxen. So, wir müssen hier rüber. Passt. So, dann müssen wir auch hier rüber. Passt. Und dann müssen wir auch hier rüber. Nee, müssen wir nicht. Oh, wie dumm. Boah, Alter, warum verwirrt mich das so? Da steht ja sogar 4 und ich weiß ja, oh mein Gott, ist das dumm. Ich bin im Minus. Warum bin ich in der Minuszeit? Ach so, weil der Stau wahrscheinlich da war. Und ich gerade unnötig angehalten habe. Sehr schlau von mir auf jeden Fall. Vollgas! Es ist grün! Lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, ob ihr noch in Zukunft noch ein bisschen mehr Bus-Simulator... ich will jedes Mal Bausimulator sagen. Warum? Bus-Simulator sehen wollt. Bausimulator wird auch noch kommen. Da muss ich auch noch zwei... Also eine Folge wird es mindestens noch. Ich weiß nicht, wie viel. Diese Route ist ich dann. Die Restaurants in Chinatown laufen jetzt noch besser. Oh, geil. Geil! Einer der Geschäftsleute in Oakwood hat angefragt, ob unsere Busse Werbung für ihn fahren würden. Ich habe Pat hergebeten, damit er uns damit hilft. Ich habe mir seine Anfrage schon angesehen und einen Vertrag aufgesetzt. Wenn du soweit bist, schau bei einer Lackiererei vorbei und lass die Werbung auf einem der Busse anbringen. Die Bezahlung dafür kommt an jedem Zahltag. Wenn sich noch mehr Unternehmen an uns wenden, schicke ich dir eine Nachricht. Ich möchte das aber jetzt gar nicht fahren. Mehr. Wie kann ich denn jetzt hier... Ich gebe ihnen jetzt einfach alle die Karten. Danke fürs Aufwenden. Die Sitze sind einfach zu bequem. So, so, so. Kurz mal gucken hier. Aha, du Arsch. So, eigentlich will ich jetzt aufhören und würde gerne... Will die eigentlich raus? Die hat nichts gesagt. Die Rollstuhlfahrerin. Meine Tochter arbeitet bei Samsoft. Ihr gefällt es doch richtig gut. Samsoft, Junge. Warte, ich mach mal die Rampe raus. Gucken, ob die wegfahren möchte. Ich weiß es nicht. Nee. Tatsächlich nicht. So. Ich kann ja nicht sagen, dass das jemand anderes übernehmen kann. Soll tun. Ich habe keinen Bock mehr drauf.
Weil wir wollen ja eigentlich noch andere Dinge tun. Fahre zu einer Lackiererei und konfiguriere deinen Bus mit der Chinatown-Werbung. Allerdings habe ich immer das Problem, wenn ich in den Bus einsteigen möchte, dass jedes Mal ich eine Route fahren muss. Das ist halt das Problem. So, wie kann ich denn nochmal einfach nur nochmal einen Bus fahren? Das weiß ich nicht. Das muss ich irgendwann nochmal rausfinden. Ne? Meine Garage. Warte mal. Anpassen. Mein Aussehen. Aufkleber. Aufkleber löschen. Werbung. Aha! Oh, der ist aber irgendwie scheiße platziert, muss ich sagen. Was? Nummernschildänderung annehmen. Wie kann ich jetzt aber durch die Busse wechseln? Hallo? Fahrzeugbestand 3, zugewiesene Fahrzeug 3, aber ich habe nur. Ich sehe gerade nur einen Wagen. Wie kann ich denn weitere kaufen? Sollen wir weitere kaufen? Wie viel Geld haben wir denn? 200. Wir haben 293.000? Ich habe keine Übersicht mehr davon. Ich brauche gerade. Ich muss mal gerade wieder darauf klarkommen. Oh ja, es hat jemand anderes jetzt übernommen. Alter, eine Zahlentage in einem Bus. Ja, scheiß drauf. Das machen wir demnächst. Wir wollen einfach nochmal einen neuen Bus kaufen. Ich suche nur gerade nochmal, wie das ging. Ich pausiere kurz die Aufnahme, suche, wie man nochmal einen neuen Bus kauft. Und dann kaufen wir noch für das Ende des Videos noch einen neuen Bus. So, Leute, ich glaube, man muss sich immer zum Busdealer hinspawnen und da einen Bus kaufen. Ich habe jetzt einfach mal eine Schnellreise hingemacht. Hat ein bisschen länger gedauert, bis ich irgendwie was gemacht habe. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Dealership und können was kaufen. Endlich, finally. Der Lions City ist da. Alexander Dennis, Junge. Wir haben 290.000 Verfügungen. Bluebird, zeigt mir, was verfügbar ist. Also, wir haben den Eviron, klein. Die sind alle klein. Ah, normal. Ist da Sigma? Gelenk. Da haben wir irgendeinen. Da haben wir den Mercedes hier, genau. Und Doppeldecker, ja klar, aber... ja, was kann man denn so weit gut kaufen? Ja, den größer. Das wären wie viel? Wo was? Wie was? Was? Nee, was? Sitzplätze 60 Stück. Wann schalte ich den frei? Das weiß ich nicht. 41 ist auch gut. Und was war hier? 43. 49, 48, 40. Sonst kann man keinen anderen, den wir uns kaufen können. Dann würde ich einfach mal sagen, holen wir uns den hier einfach mal. Beziehungsweise schauen wir uns den erstmal an. Sitzplätze, 43 Stehplätze, bla. Was haben wir denn? Motorleistung, KW 184, also 300 PS ungefähr, irgendwie sowas. Okay, das ist natürlich ein kranker Bus. Wait, der ist natürlich echt nicht so schlecht. Sieht lustig aus. Sollen wir den einfach mal kaufen? Ja, komm, machen wir. Erstmal, wir brauchen ja auch unterschiedliche Busse. Halt nicht immer nur fette und dieselbe Marke und nicht immer Mercedes oder MAN oder, wie hieß die Marke, die wir jetzt haben? Ich weiß es gerade nicht. Sondern auch einfach mal was anderes. Ausprobieren geht über Studieren, mehr sage ich einfach so. Also, nee, warte mal. Nee, wie hieß der Satz? Wie ging der Satz? Ich weiß es nicht. So, ich muss hier hin. Und dann können wir den kaufen. Dadurch in eine. Da machen wir. Haben wir nur noch 40.000, aber weißt du was? Egal. Mach's. Wir haben einen neuen Bus. Können wir raus? Nice. Den neuen Bus, den werden wir jetzt erstmal kurz hier parken. Und zwar müssen wir ja noch ein paar Dinge machen. Und zwar gehen wir jetzt auf Tab, gehen auf Garage, gehen auf Fahrzeug wechseln. Bluebird. Hier drauf. Den wechseln wir und den passen wir jetzt an, weil wir müssen erstens die Werbung drauf haben natürlich. So, und dann mein Aussehen. Hauptfarbe. Auch mal ein schickes Grün. Akzent. So, sowas. Ja. So. Innenausstattung. Jetzt haben wir ja gerade Plastik, ne? Machen wir das. Nummernschild. Lass mal einfach das Nummernschild sein. Zurück. Wir haben 40.000 noch. Ja, genau. Werbung. Wer hat sich denn nochmal Razer da drauf geknallt? Das wollte ich gerade wissen. Das weiß ich jetzt nicht mehr, weil bei dem einen
Ah, hier. Okay. Da gibt es schon einige. Das sieht, das passt irgendwie sehr gut zum Bus, muss ich sagen. Nein. Es gibt eine Pizza mit Aufkleber. Okay, übertreib. Chillig. Ich würde einfach sagen, wir nehmen hier wieder Razer und unterstützen wieder unsere guten Gamer. Änderungen übernehmen. Das ist mir egal. Das wird jetzt angenommen. So. Würde ich damit einfach mal die Bus-Simulator, die ganz weirde, komische Bus-Simulator-Folge beenden. Wenn das gefallen hat, lasst gerne noch um da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings.